Hallo ihr Lieben. Heute reden wir über einen ganz einfachen Stich, nämlich den Running Stitch oder Geradstich. Der eignet sich perfekt zum Anfang mit Slow Stitching oder auch mit Sticken an sich. Er ist ein Basisstich, aber er ist sehr vielfältig und man kann unglaublich Dimension damit erreichen. Und hier seht ihr die Woche 1 vom Stitch Journal mit Marions World. Verlinke ich euch alles in der Infobox. Jede Woche zeigt uns Marion eine neue Technik oder einen neuen Stich und ich habe ja mit der Woche 13 angefangen, weil ich ein bisschen spät dran war und hole jetzt Schritt für Schritt die alten Wochen nach. Und das Schöne bei dieser Woche 1 ist, also auch für einen blutigen Anfänger, egal welche Stoffe du hast, welche Fäden du hast, du fängst einfach an, du brauchst keine Formen können, nichts, sondern einfach nur sozusagen gerade sticken. Von unten nach oben zeige ich gleich und einfach laufen lassen, ohne viel nachzudenken. Und so habe ich auch angefangen am Anfang. Hier mal mein erstes, auch sehr viel mit Geradstich angefangen. Gerade eine Sonne kann man sehr gut machen. Da habe ich allerdings mir eine mit dem Bleistift einen Kreis gezogen, beziehungsweise hier habe ich einen Stoffkreis verwendet, der mir dann natürlich auch anzeigt, wo ich lang muss. Und ansonsten eignen sich solche Formen, Sonne und auch hier gerade Linien perfekt zum Anfang. Und als nächstes habe ich dann das hier gemacht. Und auch hier, das ist nur Geradstich. Außer hier habe ich ein kleines bisschen French Knots, französische Knoten und ich habe jetzt vergessen, wie die normalen Knoten heißen, gemacht. Aber ansonsten ist das hier überwiegend einfach Geradstich. Und das ist wirklich fantastisch, gerade als Anfänger, um einfach reinzukommen in dieses Slow Stitching. Und man kann anstatt einem Bleistift, wenn man sich Linien vorziehen möchte, denn am Anfang ist auch eine gerade Linie sehr schwierig mit der Nadel zu machen, kann man entweder so ein Frixion-Pen nehmen oder auch einen Bleistift. Allerdings der Bleistift bleibt. Der Frixion muss mit Bügeleisen, Wärme, verschwindet er wieder. Ich habe aber gehört, man muss aufpassen, denn in sehr kalten Umgebungen erscheint dann dieser Strich wieder. Aber bei uns hier wird es ja nicht so kalt in Hamburg. Und das nehme ich ja auch nicht mit nach draußen. So, und dann die Steigerung dazu war das hier. Und auch hier bis auf die Knoten für die Blümchen. Und hier habe ich einen Matratzenstich gemacht. Ist das nur Geradstich, entweder von links nach rechts oder von oben nach unten, oder hier einen Seed-Stich, Seed-Stitch. Auch hier sind das nur kleine Geradstiche, die aber in verschiedenen Richtungen gemacht werden. Und damit würde ich an eurer Stelle anfangen, wenn ihr mal wissen wollt, ob Slow Stitching überhaupt was für euch ist. Und da würde ich einfach vorschlagen, ein Stück Leinen zu nehmen oder Baumwolle und ein Stück obendrauf zu legen, damit ihr hinten ein bisschen, damit ihr einfach ein bisschen mehr Material habt und dann einfach mal gerade auszusticken. So, und ich habe mir jetzt hier eine Nadel genommen. Das ist eine Sticknadel, aber mit einer scharfen Spitze, nicht mit einer abgerundeten. Und
Die sollte einfach so groß sein, dass euer Garn durchpasst. Normalerweise sagt man ja langes Fädchen, faules Mädchen. Das heißt, eigentlich soll der Faden nicht länger sein als bis zum Ellenbogen. Aber gerade bei so Langstich, Geradstich-Sachen mache ich ihn gerne ein bisschen länger. So, und das war jetzt gerade ein Quilter's Knot. Das war ein bisschen schnell. Das zeige ich euch nochmal, weil der hat mein Leben revolutioniert. Ich lege den Faden unter die Nadel mit so einem ganz kleinen Abstand. Dann gehe ich einmal von oben oder auch zweimal, halt so, dass der Knoten später nicht durch den Stoff durchgeht. Wickle ich rum, drücke mit dem Daumen drauf und jetzt ziehe ich das durch, bis ich einen Widerstand habe. Und da ist der Knoten. So, und ich fange jetzt einfach mal hier unten an. Ich komme von unten hoch. Und egal, ob ihr das jetzt im Stickrahmen macht, wenn ihr das angenehmer findet, auch da würde ich euch vorschlagen, probiert den Stickrahmen aus, was euch mehr liegt. Ich habe hier mehr Gefühl und es geht natürlich auch schneller als mit dem Stickrahmen, wenn man immer nur von oben einsticht. Step Stitching nennt man das. So, und ich komme jetzt mal näher ran. Und hier ist es wirklich, es gibt keine Regel. Egal, ob einfach mal nur machen am Anfang. Da ist nicht viel Technik dabei, sondern erstmal dran gewöhnen. Und sich einfach an den Stichfluss und an die Größe der Stiche, an die Abstände, die Gleichmäßigkeit der Abstände gewöhnen. So, denn hier zum Beispiel ist es natürlich, wenn man jetzt solche Reihen machen möchte, am besten, wenn man am Ende mit einem Stich in den Stoff endet, damit man dann neben der Linie wieder anfangen kann. So, und jetzt nochmal. Ich bin ja Rechtshänder. Also, und auch hier spiele ich mit verschiedenen Arten von Stichen. Ich kann so viele auf die Nadel machen. Ich kann natürlich auch weniger nehmen. Ich kann zum Beispiel lange Stiche machen. Oder nur kurze. Auch hier wirkt das schon anders. Und so fülle ich nach Lust und Laune. Jetzt drehe ich mir das wieder ein bisschen. Also das Schöne daran finde ich einfach, weil ich nicht nachdenken muss. Ich mache einfach. Nicht zu festziehen, dass sich das nicht zu doll zusammenzieht. Und dann nähe ich einfach und freue mich daran, dass sich da so eine Struktur ergibt, die wirklich schön ist. Und hier habe ich jetzt dieses Stoffstück nicht aufgeklebt auf diesen Trägerstoff, sondern einfach nur mit einem Running Stich einmal im Kreis festgesteppt und dann mit den mittleren Linien angefangen. Und so liegt dann das Stoffstück schön stabil. So, und das würde ich euch vorschlagen als erstes Projekt. Muss nicht so klein sein, ihr könnt auch einen größeren Stoff nehmen, ihr könnt auch einen kleineren Stoff nehmen, ganz wie ihr wollt, und einfach mal geradeaus von links nach rechts, von rechts nach links. Hier sind diese Seed Stitches in diesen beiden Bereichen, das zeige ich euch auch noch mal. So, und da mache ich einen ganz kleinen, wie ein Samenkorn,
einen Stich rein, dann komme ich wieder irgendwo raus, gehe da wieder rein. Ohne nachzudenken. Und je voller das nachher wird, sieht man, wie man das gerne, ja, wo noch ein Stich fehlt. Kann ich mir hier auch noch mal drehen. Einfach in verschiedene Richtungen. Ist ein bisschen wie Konfetti. Mini-Konfetti. Und so könnt ihr auch eine ganze Fläche groß oder klein füllen. Das macht wirklich Spaß. So, und ich beende, indem ich hier ganz sachte durch den einen Stoff einmal durchziehe. Und dann ziehe ich noch ein zweites Mal durch. Und dann schneide ich einfach ab. Wem das zu unsicher ist, der macht anstatt einfach nur zweimal durch, beim zweiten Mal noch einen Knoten rein. Mache ich aber nicht. Das hält auch so. Und so bekommt ihr durch Farbe und diese Stiche eine Struktur, schöne Struktur und übt gleichzeitig einmal den Geradstich. Und ihr habt schon einen zweiten gelernt, den Seed Stitch noch dazu, von dem ich noch rausfinden muss, wie er auf Deutsch heißt. Wenn ihr es wisst, dann dürft ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen, da ich ja so überwiegend mit englischen Videos lerne, meine Videos aber auf Deutsch mache. Ja, habe ich manchmal deutsche und englische Wörter vermischt. I like it. Und ich werde das sicher noch füllen und euch dann auch zeigen im nächsten Video. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, weil es euch so gut gefallen hat und euch interessiert, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich auch über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Pammy.